Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Death Gitmarks. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eigentlich war das ja eher so ein Scherz, dass wir im Turbo-Modus angefangen haben, aber das hat sich als so effizient für uns herausgestellt. Noch 83 Kilometer. Die Polizei kommt mit dem Panzer angerückt. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir den nicht ordentlich einheizen können. Offensichtlich komme ich auch mit dem Turbo-Modus ganz gut zurecht. Wenn Sie sich bitte verabschieden würden, danke sehr. Noch ein Shop. Selbstmörder. Oh, ich hasse Selbstmörder. Ich glaube, das habe ich schon das ein oder andere Mal erwähnt. So, dann bringen wir einen ganzen Satz neuer Leute zum Konzert, wenn es denn hinhaut. Tickets haben wir schon. Schade, die hätte ich gerne gehabt. Aber ausgerüstet sind wir. Okay. Drogen könnten wir uns leisten. Tickets haben wir schon. Es wäre durchaus nicht unsinnig, unsere Leute eigentlich mehr zu schützen. Und ich hätte eigentlich auch gerne eine Geldreserve, um den Wagen weiter reparieren zu lassen. Oh, schön, Nahkämpfer. Komm, ja, sehr gut. Und jetzt, wenn Sie so freundlich wären zu sterben. Danke, wir fahren schließlich einen Krankenwagen. Wir kennen uns mit Krankheiten aus, oder so ähnlich. Dichter Verkehr, Fußgänger oder nochmal ein Shop. Nee, wir sind soweit aufgerüstet. Reparatur. Ich weiß nicht, ob es nicht doch billiger wäre, das selber zu machen, aber wir machen es jetzt einfach so. Waffenhändler hat jetzt natürlich keine Maschinenkanone mehr. Nahkampf. Heilung braucht keiner, ist ja kein Wunder bei dem Auto. Mal sehen. 1000. Oder lieber noch ein Fernkampfschild. Ich hätte lieber noch gerne ein Fernkampfschild. Danke sehr. Wow. Fallen aber schnell um. Klar, ist Turbo-Modus. Allein die Vorstellung, dass es den auch in Hard gibt. So, wie geht's unserem Auto? Machen wir mal kurz voll. Danke. Goodbye. Also langsam erstaunt mich, wie... Ich will es gar nicht sagen, wie gut wir vorankommen. Der gesuchte Wal. Rin, die Katze. Also Kohle haben wir wirklich dicker. Jetzt kommen nochmal Groupies. Ha. Oh, die bringen ihren eigenen Panzer mit. Das ist hinterhältig. Säge funktioniert schon nicht mehr.
Guns, ein Hyper Rifle. Das braucht immer so furchtbar lange, bis es schießt. Und Stufe 3 Passagiere. 65 statt. Nee. Nee, da waren wir gerade. So, na. In Garage sind wir leider vollstens versorgt. Von dem Geld können wir uns jetzt tatsächlich mal ein paar Drogen kaufen. Das klingt so merkwürdig, wenn ich das sage. Aber gehen wir uns jetzt einfach mal ein paar Drogen kaufen. 1000, 1600. So, jetzt möchte ich, dass du und du ein bisschen besser aufgerüstet sind. Elts, okay. Mit einem Truck. Deren Heckmitfahrer sind schon mal erledigt. Unser Auto ist auch fast erledigt. So. Huia. Dicke Kohle. Nochmal ein Shop, ein dichter Verkehr. Snacks brauchen wir keine, neue Mitfahrer brauchen wir auch keine. Jobs. Nee. Waffenhändler brauchen wir nichts von, da brauchen wir nichts von. Wenn hier nichts Anständiges oder Nützliches im Angebot ist, dann würde ich gerne alle unsere Leute auf ein gleichmäßiges Niveau bringen. Dichter Verkehr. Heile unseren Leuten jetzt auch gut. Hervorragend. Workshop. Store brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber ich würde gerne die Maschinenkanone aufrüsten. Mit mehr Geschwindigkeit. Yeah. Jetzt feuert das Ding nämlich wie ein MG. Schnell den Wagen repariert. Ramm doch wen immer du willst, aber uns nicht. Shop, dichter Verkehr, rutschig Raketenwerfer. Verteidigungsdrogen, Leute brauchen wir keine, Heilung brauchen wir auch keine. Jobs sind wir schon sehr, sehr gut mit aufgestellt. Noch eine Maschinenkanone. Würde ich sogar drüber nachdenken. Allerdings. Möchte ihn hier auf Maximum haben. Das ist unsere stärkste Waffe. Dichter Verkehr. Okay. Dann gehen wir mal zu. Alle Mann gesund? Ja, hervorragend. An Geld mangelt es uns nicht mehr.
nur so ein Ding auch noch. Na, komm mal, hör mal, mal. Nur haben wir nichts mehr auch zu workshoppen. Und hiernach erwartet uns der Boss. Oh, Mechakorb, toll. Wir haben ihn schon mal besiegt. Wir müssen uns nur beeilen. Nicht panisch werden. Einen auf Dauerreparatur und... Was für ein wilder Trip! Und wir sind durch! Yeah! Und glaubt nicht, es wäre leicht. Ich hab's ja schon mehrmals erwähnt und bisher habe ich nur einen einzigen Teilnehmer und der kommt aus Australien. Also hat der schon garantiert eine Kopie gewonnen, wenn ihr eben das noch nicht streitig macht. Ansonsten guckt in Monatsabschluss Dezember nochmal rein, da steht alles dazu drin. Ich habe 2 Keys zu dem Spiel und die gebe ich weg. Und zwar an die Leute, die es tatsächlich fertig bringen, mir eine E-Mail zu schicken. Und ich kann euch nur sagen, es fühlt sich genial an, dieses Spiel abzuschließen. Auch noch auf einem Turbo-Modus. Als nächstes machen wir wieder den normalen Modus. Denn mein Herz schlägt gerade auch ein bisschen Turbo. Aber, olé. Ging jetzt ein bisschen schneller, als ich erwartet hatte, aber auf der anderen Seite, was soll's. So. Turns out. Concerts are more fun when you show up covered in other people's guts. To sum up, I rule, the show ruled, and all those fuckers who hate shit on the road, they can eat shit in hell, cause they ain't no rearview mirror in the awesome life of Mark Skid. Ich glaube, da gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Bloody Squiggy, wortwörtlich. Blutiger Scheibenwischer, ja? Dann, ja, was für ein Angebot. Nein.
Ja, es hat einen unglaublichen Spaß gemacht zu spielen. Wir spielen auf jeden Fall weiter. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Spiel selber haben wollt und euch an dem Wettbewerb um meine zu verschenkenden Keys beteiligen wollt. Wie gesagt, Monatsabschluss Dezember, reingucken. In der Videobeschreibung steht auch nochmal alles drin erklärt. Ihr schickt einfach eine E-Mail an evilgrin.letsplays@web.de. Dort Punkt tut sich nichts. Name rein, ob ihr genannt werden wollt, an den Steam-Account, in den ich das Ganze schicken soll. Und selbstverständlich nur eine E-Mail pro Teilnehmer. Ich habe 2 Keys zu verschenken. Und wenn ihr die nicht wollt, verschenke ich die halt beim nächsten Mal. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.